Helene Fischer, Freundin in Sorge, finde es verdammt gefährlich, was sie macht. Riskante Sucht? Helene Fischer begeistert ihre Fans bei ihren Shows mit waghalsigen, atemberaubenden Akrobatikeinlagen. Was eine Freundin sagt. Helene Fischer, sind ihre Shows zu gefährlich? Kopfüber schwebt sie durch die Luft. Den Zuschauern stockt bei den Shows von Helene Fischer, 40, der Atem. Neben ihrer Leidenschaft für Singen scheint die Schlagerqueen regelrecht süchtig nach Adrenalinkicks in schwindelerregender Höhe zu sein. Ihr Showmotto: höher, schneller, weiter. Doch viele Fans bräuchten die waghalsigen Zirkuseinlagen der zierlichen Künstlerin gar nicht. Auch ihre langjährige kollegiale Freundin Christina Bach, 62, sieht Helenes riskante Sucht nach mehr Nervenkitzel kritisch. Die Erfolgskomponistin schrieb für Helene 2013 den Mega-Hit Atemlos durch die Nacht. Die beiden kennen und schätzen sich seit Jahren. Als die gebürtige Russlanddeutsche im vergangenen Jahr mit ihrer Rauschtour die Konzerthallen füllte, war auch die Rheinländerin unter den Zuschauern. Wie sie im exklusiven Interview mit Woche der Frau verrät: ja, wir haben uns immer backstage getroffen, haben tolle Bilder gemacht in schöner Atmosphäre und ich habe mir die Show angesehen. Freundin Christina Bach: ich hoffe, sie ist gut versichert. Wie hat Christina Helene hinter der Bühne erlebt? Völlig professionell. Sie sah aus wie eine Zirkusartistin. Erinnert sich die Sängerin, die seit 2 Jahren in Dubai lebt. Gefallen ihr denn die spektakulären Showeinlagen? Helene muss es gefallen. Ich finde es verdammt gefährlich, was sie da macht. Es ist Wahnsinn. Ich hoffe, sie ist gut versichert. Sie kann so toll singen. Sie braucht ja da echt eine Gefahrenzulage. Ihre riskanten Darbietungen wurden Helene Fischer vor einem Jahr schon zum Verhängnis. Als sie nach einem Trapezunfall eine üble Platzwunde im Gesicht davontrug. Als junge, fürsorgliche Mutter sollte sie vielleicht etwas auf die Bremse treten.